Ich glaube, ich nehme lieber runter, oder? Ja, nehm runter. Probier es halt. Ich kann nicht nehmen, weil es... du zu viel Zeug hast? Ja. Das Fleisch können wir doch auch hier verkaufen, oder? Was? Das normale Fleisch, das Kotelett. Ja, nee, lass das mal. Das wollte ich als, wenn wir in den Kampf oder was geraten, dass wir uns hochpushen können. Aber das bringt uns doch auch was für... Ruf des Jägers, ja, aber das ist nicht viel. Dreh mal Schöpf wieder hier. Wo müssen wir jetzt hin? Nach Norden. Ja, Norden. Und wie hat sich das Schiff gerade unerwartet weggedreht? Das ist alles, ja? Können wir los? Mhm. Guck mal, der zweite Stein ist drin und der erste ist bei mir verschwunden. Keine Ahnung. Bei mir ist gar keiner drin. Ja, gut. Was sind das da vorne auf Steuerbordseite? Schiffe. Zwei Schiffe. Zwei Schaluppen. Bei mir ist die Maske komplett leer. Das ist einer davon, ist der Reaper, der fährt am Black Sand Atoll rum. Ja gut, da müssen wir doch nicht hin, oder? Ja, nur wenn wir den Captain machen wollen. Ja, können wir nachher machen. Machen wir jetzt hier erstmal Mission weiter. Wir haben ja jetzt erstmal alles abgegeben. Das ist ja völlig egal. Nur selbst, wenn die uns jetzt abschießen, dann sind halt vielleicht die Lagerkisten weg. Drauf geschissen. Das Wertvollste, die Lagerkisten. Achso, und unsere Botschafterflagge. Ah, wir sind noch gar nicht Stufe 5. Hast du nicht vorhin gesagt, wir sind Stufe 5? Nein, hast du nicht vorhin gesagt, wir sind Stufe 5? Nö. Okay, dann habe ich... Wir waren, glaube ich, jetzt knapp davor. Viel ist nicht mehr. Da vorne ist wieder der riesen Dreimast halt. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Nach Norden einfach. Einfach nach Norden. Jetzt müssen wir mittlerweile nach Nordosten. Okay. Da vorne zu dieser großen Insel im Nordosten. Ah, da hat eine Kunde da angelegt. Guck mal. Oder die kämpfen da. Nee, die kämpfen da, oder? Hier nur eine Schaluppe, wo ist die andere? Die andere ist zu der Insel gefahren. Ich weiß es halt nicht, ob wir uns da jetzt einmischen. Mm. Theoretisch könnte man sich einmischen und den Reaper mit versenken. Also der ist auf jeden Fall auf Stress aus. Was müssen wir an der großen Insel hier machen? Keine Ahnung. Irgendwie. Lass mich mal blättern. Könnte ich ja erstmal hier absetzen. Ja. Das Fort wird hier sein. Achso, also, das ist mitten in der Mitte von der Insel. Das ist ein Fort, ja? Der Dreimaster macht auf jeden Fall den Sturm da hinten. Okay, das da wollen wir uns jetzt. Das brauchen wir uns nicht geben. Aber ich habe halt ein bisschen Angst, dass der Reaper, wenn er den anderen packt, dass der dann hierher kommt und uns mit abziehen will, während wir hier an der Insel stehen. Na, wollen wir den erst fertig machen, oder? Ich weiß es halt auch nicht. Ist er denn noch auf der Karte? Ich weiß nicht. Ja, am liebsten wäre es mir natürlich, wenn der andere den einfach packt. Oh ne, ist er nicht. Der Reaper ist jetzt Level 3. Also ja, er ist noch auf der Karte, er hat den anderen halt nicht, der andere hat ihn nicht gepackt. Aber willst du erstmal hier rüber gehen, da würde ich wieder wegfahren. Ja, können wir auch machen. Was habe ich denn dabei? Ich habe kein Essen. Ja, Essen finde ich da. Guck ich mal, ob ich das Quest hier machen kann. Der Reaper lootet jetzt gerade da hinten. Ja, vermute aber, dass das hier auch ein bisschen was mit Kämpfen zu tun haben wird. Und hier wird dann auch ein bisschen Loot draus, da rauskommen. Das war doof. Ich habe schon wieder so eine komische Karte aufgenommen.
Der Reaper hat sich wieder in Bewegung gesetzt. Fährt er zu uns? Kann ich hier gerade nicht sagen. Ich habe hier gerade die Insel dazwischen. Die komische Laterne ist aber weg, ne? Ich sehe den Reaper. Levog Mary ist das. Weißes Schiff. Kauft der da immer noch hinter der Insel rum? Richtung Nordosten? Wahrscheinlich, ja. Er ist eben noch umgefahren. Ja, mach doch, wo fährt er hin? Ich hab hier gerade Spaß mit Fiesling, ich kann gerade nicht gucken. Ich guck grad, mach grad. Aussieht, haut er ab. Oh, da kommt der Geistergalione auf ihn zu. Ah. Der beschäftigt sich gerade mit der... Okay, jetzt ist noch ein Captain gespawnt. Okay, diese komischen blauen Typen habe ich. Die komischen blauen Blitztypen. Schon Schluss. Was ist der Schluss? Die Karte? Nee, nee. Hier laufe ich schon auf den Strand auf, merke ich gerade. Okay, den Captain habe ich. Der hat natürlich wieder irgendwas gedroppt hier. Ich weiß ehrlich gesagt noch nicht so richtig, was ich hier machen soll. Ach, fährst du wieder hierher, oder was? Naja, ich bin hier hinten. Ich komme jetzt auch. So, dann bringe ich mal die Sachen, die ich bis jetzt gefunden habe, zu dir. Schon wieder so eine scheiß Mission hier. Ja, ich habe auch schon wieder... Ja, ich muss mal welche verstecken hier. Mission verstauen. Hier müssen wir ja auch was buddeln, ne? Auf der Insel. Ich weiß auch nicht, ob das tatsächlich hier auf der Insel ist. Es sieht nämlich aus wie so ein, wie diese Geisterforce, die wir da immer machen mussten oder die wir da immer gemacht haben. In dem Buch. Ich kann es dir gleich mal zeigen. Ich will nur schnell den letzte Ding noch holen. Was ich hier eben gesammelt hatte. Ausgesetzt. Ich finde es wieder. Da ist es. Hier rumgeballert, ja.
Was denn, der Reaper hat sich verpisst, oder was? Weiß ich, hier ist ein Dreimaster. Schießt du auf mich? Nein. Hier ist jemand. Na toll. Geh zum Schiff. Bin auf dem Weg. Soll ich ablegen, oder was? Ja, auf jeden Fall. Kampfbereit machen. Bin's nämlich gerade nicht. Warte. Ist mich mit rein. Ja. Geh mal rauswärts. Das war aber nicht nur zufällig ein Skelett, oder? Nee, das war einer mit dem Scharfschützengewehr. Das war ein Spieler. Den hat es entweder versenkt. Was macht der hier? Fahr mal um die Insel drumrum. Na, da ist der Geistergalione da hinten. Schießt ein Skelett auf uns? Nee. Glaube ich nicht. Das ist ein Typ. Meinst du, guck mal mit dem Fernglas? Schießt noch einer. Hä, hey, wie sind die ohne Schiff da oder was? Weiß es nicht. Ja, sehr komisch. Der Typ, der auf mich geschossen hat, das war ein Spieler. Deshalb habe ich gefragt, schießt du auf mich? Das da drüben kann ein Skelett sein, ja. Ja, ganz oben, ich sehe halt nichts, wird nicht gerendert. Ja. Nur die Kanone. Ja, was soll denn das jetzt? Fahr mal Richtung Geistergalione. Ja. Einfach halt nur um die Insel so drumrum. Ja, die wird uns aber angreifen gleich. Nö, die greift uns doch nicht von alleine an. Sicher? Weiß ich jetzt nicht. Naja, irgendwo. Meinst du, die sind hier ohne Schiff und einfach nur um sinnlos Stress zu machen? Halt nicht. Ja, ich weiß es nicht, was es ist. Es kann der Reaper sein, der ist hier untergegangen. Meines Erachtens, hier waren drei Master. Weiß nicht, ob es die Mare war, es gar nicht. Mit der hat er sich gebettelt und dann kam noch, glaube ich, ein Dreimaster an. Kann sein, dass der untergegangen ist und ist hier an die Insel gegangen. Hat er halt kein Schiff, weißt du? Ja, aber dann wäre doch hier diese komische Meerjungfrau. Ich weiß halt auch noch nicht, was wir hier überhaupt machen sollen. Links von uns ist übrigens irgendwas im Wasser. Ich bin schon dran vorbeigefahren jetzt. Willst du nochmal an Land gehen? Ich will vor allem erstmal rauskriegen, was wir hier machen sollen, bevor ich da irgendwas noch mache. Gehe ich erstmal an Land. Bleibst du mal so lange auf dem Schiff? Kreist mal drumherum. Nördlich von Old Faithful müssen wir hin. Also wir müssen gar nicht hierher, oder was? Nee, wir müssen nicht dahin. Warte mal. Naja, mach, lass ein paar weg, fahr weg. Wir müssen nördlich davon ein Fort suchen. Wahrscheinlich so ein Geisterfort im Norden. Okay. Ist es vielleicht der Wirbel da hinten? Kann das sein? Das ist aber doch nicht für uns. Ist aber nördlich von der Insel. Also ich meine, wir fahren jetzt genau darauf zu. Der Wirbel zu. Ja, ja, und der Wirbel ist, wenn du auf die Karte guckst, nördlich von Old Faithful.
ist doch für uns wahrscheinlich. Kann schon sein, ja. Und fängt es an zu regnen. Oh, jetzt kommt hier auf jeden Fall irgendwas. Dann lass uns mal kampfbereit machen. Ja, okay, das ist wirklich für uns hier. Da rechts ist das Fort, siehst du es? Hier sind mehrere Forts. Drei Stück. Was müssen wir jetzt machen hier? Wahrscheinlich kämpfen wir irgendwie. Den Stein aus den Forts holen. Die Geisterschiffe sind nur zur Ablenkung, stand da. Okay. Lass uns rechts anfangen bei dem. Ja. Ach du Scheiße, wenn wir jetzt drei so Forts hintereinander machen, weißt du, was das an Loot gibt? Na ja, gut, wenn die alle voll sind. Ja, wenn die alle voll sind, ja. Die Frage, verschwinden die Geisterschiffe, wenn wir nah genug rankommen? Oder müssen wir die erst platt machen? Gute Frage. Was ist denn da in der Mitte? Oder es... Ah, es kann auch sein, dass wir die drei fertig machen. Guck mal, da in der Mitte, im Wirbelsturm in der Mitte, ist auch ein Vor. Ja. Aber da können wir wahrscheinlich jetzt nicht ranfahren. Und da blitzen immer so... Also es fliegen halt Blitze in die Richtung von den drei Vors. Ich denke, wir müssen die drei machen, um das in der Mitte... machen zu können. Hier ist wieder irgendwelches Loot vor uns. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Das sind aber andere Forts als diese normalen, ne? Ja. Greifen die uns wirklich an, die Schiffe, oder? Ich habe keine Ahnung. Ja, wir fahren übrigens, wir müssen weiter nach links. Jetzt fahren wir hier voll auf die Felsen. Und dann soll ich mal versuchen, alleine hier so ein Fort zu machen. Ja. Dann kannst du vielleicht mal gucken. Dass die schießen. Die schießen, ja, ja. Uff. Ich mach den Rest. Schaffst du das alleine? Keine Ahnung, das werden wir sehen. Ich glaube nicht, dass du da sinkst. Nicht sicher, ob wir nicht erst die Schiffe versenken müssen, bevor ich überhaupt reinkomme. Die Tür ist zu. Okay. Hier labert zweimal zu einer, aber ich komme da nicht rein. Eins ist weg. Wow. Wo ist denn der Teleport-Typ? Denn doch da so. Ich teleportiere mich mal zu dir. Oh, nee. Erleiden Schaden. Naja, ich komm. Bin da. Ich repariere. Okay. Mach du oben weiter. Ich bin ja unten drin gespawnt. Vielleicht müssen wir auch das Fort einfach mit Kanonen beschießen. Müssen wir dann gleich mal gucken. Lass uns erstmal die Schiffe wegräumen. Ich komme näher ran, warte. Ist mal ein bisschen wendiger hier. Jawohl. Okay, das eine ist weg. Hat jetzt noch mal was hinten getroffen? Nein.
Ja, aber was sagt er denn da? Die Schiffe sind nur Tal oder sind nur Ablenkung. Das Vor ist der Schlüssel. Die Geisterschiffe sind nur eine Ablenkung. Robert, rechte Seite. Ja. So treffe ich es gerade nicht. Warte. Der wird uns gleich mal treffen. Ja. Kannst du ihn aber auch fertig machen. Er hat gar nicht mehr geschossen. Aber die droppen nichts, ne? Nee. Vielleicht müssen wir, weil es darum ging, irgendwelche Mauern einzureißen, vielleicht müssen wir tatsächlich mit den Kanonen schießen. Und ich habe noch eins. Spawnen die Schiffe denn immer wieder nach? Nö, ich sehe die jetzt nicht nachspawnen. Vor uns, rechts. Ja, ich muss noch warten, ich kann noch nicht schießen. Ich repariere. Wieder eins. Ah, das zweite habe ich nicht erwischt. Warte. Doch, die spawnen irgendwas, aber ich weiß. Das Loot oder sind das Fässer? Ja, die spawnen irgendwas, aber spawnen neue Schiffe, das ist die Frage. Oder meinst du Loot? Dass die was verlieren? Ich weiß nicht, ob das Loot ist, das sieht für mich wie Explosionsfässer aus. Kannst ja jetzt hier gleich mal auf die Festung draufhalten. Wie Festen dran vorbei? Ja, rechte Seite musst du vorher Steuerbord. Was halt nicht, was du da treffen musst. Ja, da spawnen neue Schiffe. Ja, hau halt mal drauf. Schiff, was uns eben beschossen hat. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht müssen wir auch da anlegen. An dem Vor, dass da die Tür aufgeht. Oh, was ist denn hier? Ja, oder eine gewisse Anzahl an Leuten killen hier. Ich glaube. Ich habe auch gar keine Ahnung. Doch, aber guck mal, du hast doch Löcher reingeschossen. Die sind noch da, ne, die Löcher. Ja, ja. Die verschwinden nicht. Wir müssen weiter drauf schießen. Okay, dann fahr ich mal so. Also es geht darum, irgendwelche Mauern einzureißen, wenn ich es richtig verstanden habe. Müssen wir vermutlich die Mauern von dem Vor einreißen. Ich glaube, ich kann nicht so hoch zu schießen. Ja. Irgendwie geht das durch, oder? Ne, du hast drüber geschossen eben. Ja. Okay. Dann auf zum nächsten. Da ist jetzt oben Loot drauf. Wollen wir das erst holen? Ja, das können wir machen. Ich kann mir vorstellen, dass das jetzt keine Schiffe mehr nachspawnt. Machst du das Segel ganz raus? Ja. Dann lass uns mal einen Anker droppen. Okay, wir sind schon drauf gelaufen. Das ist so.
eine Kiste hier oben. Ne, es sind mehrere. Zwei Kisten. Eine Lagerkiste. Ja, die kann man auch verkaufen. Sind da diese geilen Kugeln drin? Ja, da ist Schrott drin. Mehr war nicht hier oben, ne? Ja. Komischen Geist ist noch weg. Ja, aber das, die Lagerkisten hier, kommt der Scheiß kannst du, oder diese, ja überhaupt Geisterschiff-Lagerkisten, den ganzen Mist. Verkaufen. Ah, ja, mach mal weiter. So. Fünfmal hast du jetzt getroffen, glaube ich, fünf oder sechsmal. Also ich hatte ja schon dreimal getroffen. Ja. Dann hast du jetzt noch dreimal getroffen, glaube ich. Oder zweimal. Ja. Ich weiß nicht genau. Aber krass, dass so ein Ding dann da für uns spawnt, weil wir dieses Quest machen, ne? Ja. Wenn du das mal vergleichst mit den Seemannsgeschichten, ne? Ja. Mit dem, was wir das letzte Mal gemacht haben. Das war tatsächlich ein bisschen lächerlich. Ich fahr mal hinter dem lang. Ja. Soll ich ihn wegmachen? Ich mache ihn weg. Ja. Versuchen wegzumachen. Ich drehe mich mit. Na, schon weg, schon weg, schon weg. Ich fahr rechts dran vorbei am Vor. Dass du auf der Backbordseite schießen kannst. Okay, da verschwinden tatsächlich die Schiffe, ne? Mach mal eine Wende, ich gehe hin, ich hole die Kisten, stell sie unten an den Steg. Pass auf, da irgendwie außerhalb hier von den Dingern gehorcht auch noch ein Dreimaster da hinten rum. Spieler-Dreimaster? Wie viele hatten wir hier vor? Es drei, ja? Ja. Theoretisch können wir auch versuchen, dass ich jetzt hier vor Anker gehe und Dinger reinschieße. Ja. Willst du jetzt hier droppen? Stell ich dir jetzt hier hin. Oh, ob ich da rankomme. Warte mal. Die See ist halt ein bisschen unruhig. Ja, nee, du bleibst irgendwie zuvor hängen. Guck mal, ob du die hier oben kriegst. Ja. Ja. Warte mal, warte mal, warte mal. Hier? Ja. Hat funktioniert. So, auf zum letzten Vor und dann können wir das in der Mitte machen. Und da wird es dann das richtige Loot geben. Kann ich mir vorstellen. Geschwindigkeit hier reinbringen. Der Reaper ist aber nicht mehr hinter uns her, oder? Nö. Keiner auf dem auf der Karte. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann haben die sich vielleicht verpisst, wenn die tatsächlich auf den Sack bekommen haben. Hatten sie vielleicht auch keinen Bock mehr. Dann, was weiß ich. Ah, da ist irgendeine Truhe hier links gewesen. Irgendwie Shit reingeholt oder? Ne, gar nichts getroffen.